Okay, Leute, ich bin's wieder, Ali, und wir spielen Earthbound, yeah, und wir sind Po, und wir befinden uns in Dalam. Eine Anspielung auf entweder der chinesischen westlichen Mythologie oder Indien oder beides, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass Po ein Asiate ist. Ich meine, guckt ihn euch an, er ist ein Mönch. So, was ist Unsterblichkeit? Ist es ewiges Leben? Ja, und Po ist hier eine ganz große Nummer, denn er ist der Kronprinz. Und wir müssen jetzt unser Mu-Training absolvieren. Pfeiflöt, ja genau, du hast gebläht. So. Oh, Prinz Po, es überrascht mich, dass ihr nicht im Training seid. Trainieren scheint alles zu sein, was ihr in letzter Zeit macht. Warum nehmt ihr euch nicht mal Zeit, mit mir zu spielen? Ich bin so einsam ohne euch. Komm, ich mach dich glücklich. Yeah. Okay, da. Das ist auch egal. Bitte komm herein. Ich bin drin. Sieh dich im Haus um, so viel du willst. Was, du hast mich geduzt? Hallo, ich bin Po, ich bin der Kronprinz. Ich bin beliebt bei den Mädchen. Wow, daran findest du Wasserflasche. Oh mein Gott, was kann man denn mit Wasserflasche anfangen? Hilfe, ich weiß es nicht. Wenn du es trinkst, öhnt sich deine Pipi um leicht. Oh, okay, gut. Oder es geht weiter. Yeah. Lass mich vorbei. Also, was ist mit dir? Oh, Prinz Po, habt ihr Zeit, mit mir zu spielen? No? Ha, ich wusste es. Euer Training hat euch verändert. Ich beneide euch um euer Training. Okay, was, wenn ich ja sage? Ich bin so glücklich. Jubel, jubel, Freude, Freude. Ah, ich spiele trotzdem nicht mit dir. Ja, ich gehe einfach so weg. Du siehst eh 30 Jahre älter aus als ich. So. Und wieder ein Haus. Ich habe gerade Knoblauch geröstet und gegessen. Also stinkt das Zimmer immer noch. Sehr interessant. So, aber nun auf zum Mu-Training. Yeah. Ja, komm, du bist in meinem Alter. Ich hörte, Prinz Po ist in sein Mu-Training vertieft. Ich würde ihm helfen, wenn ich könnte. Hallo, was glaubst du, wer direkt vor dir steht? Pff, unglaublich. So, was ist hier? Deli-Soße. Okay. Was tut es? Was macht es? Was ist es? Träufle es auf dein Essen. Es passt zu jedem Art Nahrung. Außerdem erhöht es die Heilungsrate des Essens. Cool. Ihr wisst, dass alles, was ihr tut, gut ist, oder? Oder, oder? Okay, sollte ich dich umbringen? Sagt Prinz Po, seid ihr immer noch bei dem Mädchen so beliebt? Ja. Ich hörte, du führst ein ziemlich gutes Leben. Was, wenn ich Nein sage? Hä? Ihr benehmt euch in letzter Zeit anders. Ja, ja, und gerade eben hat es noch eine andere Meinung. So. Prinz Po, Rotwert, ihr seid so süß. Küss mich nicht. Alarm, Restaurant, wir akzeptieren Euros. Yay! Yeah. Ich kaufe mir ja gar nichts, ich klaue mir alles. So, ich kann mir einfach alles abholen, denn wir sind Po. Yeah! So, aber nun wird es Zeit. Hm, was ist hier? So seltsam es auch klingen mag. Hasenstatuen blockieren dir den Weg. Was zum... Mir? Mir? Aber ganz ehrlich, Po ist gerade mal Level 15. Sogar Jeff ist stärker als du. Wie kannst du nur so beliebt sein? So, Mu-Training heißt in der japanischen Version eigentlich Mi-Training. Ich weiß nicht, warum die das umbenannt haben. Vielleicht, weil es lustiger klingt, keine Ahnung. Dies ist Mu, Heimat ist nichts. Leute, die hier trainieren, müssen zunächst ihren Kopf entleeren. Wenn eure Gedanken leer sind und ihr die wahre Bedeutung von Mu erkennt, dürft ihr passieren. Mu ist Mu. Ah ja, genau. So, und hier hätten wir den Star Master. Er wird noch später eine wichtige Rolle spielen. Du hast schöne Augen. Und wieder ein pädophiler Angriff. Du musst Prinz Po sein. Natürlich. Vor langer Zeit habe ich das Mu-Training absolviert. Ich will dir die nächste Ebene der Intelligenz zeigen. Ich muss dieses Level allerdings erst erreichen. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns wieder. Bis bald. So, was zur Hölle war das? Teleport Omega oder was? So, okay, es geht los mit unserem Training. Yeah. Meditation. Ah, Prinz Po. Ich bin ein Botschafter von eurem Mentor. Ich soll euch mitteilen, dass ihr eure Meditation sofort abbrechen müsst. Prinz Po, ihr müsst mit mir zurückkommen, anstatt an so einem Ort zu verweilen. Euer Mentor will es so. Bitte, steh auf, Prinz. Eure Hoheit, ihr müsst eure Prüfe beenden. Glaub mir, es ist die Wahrheit. Eigentlich lügt ihr. Also ihr dürft nichts drücken, denn wenn ihr zurück zu eurem Palast geht und dort euren Mentor antrifft, dann sagt er euch, hey, was machst du hier eigentlich? Geh zurück zu deinem Mu-Training. So, nichts drücken. Warten. Okay, was ist los? Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass ich den Geist von Bruce Lee antreffe. Oh mein Gott. Prinz Po. Ich bin der Geist eurer altehrwürdigen Vorfahren.
diese Prüfung zu bestehen, werde ich eure Beine brechen. Du wirst sie nicht mehr benutzen können. Ist das akzeptabel? Ja, warum nicht? Au! Nun gut, Prinz Pooh. Ihr könnt nicht mehr laufen, da eure Beine gebrochen sind. Was du nicht sagst. Als nächstes reiße ich eure Arme aus. Ich werde eure Arme nehmen und sie an die Krähen verfüttern. Der Verlust eurer Arme, ist das akzeptabel? Okay. Autsch! Ihr dürft übrigens nicht Nein drücken, denn dann ist das Mutringen unvollständig. Ah, Prinz Pooh. Ohne Beine und Arme könnt ihr nur noch liegen. Jetzt schneide ich eure Ohren ab. Es stört euch nicht, nichts mehr zu hören. Nicht wahr? Ist das akzeptabel? So soll ich, Prinz Pooh. Keine Beine, keine Arme, keine Größe. Meine Worte schwimmen durch den Raum und ich frage dich. Ist es in Ordnung, deine Augen zu nehmen? Möchtest du in ewige Dunkelheit hin? Ich würde deine Sicht nehmen. Ist das akzeptabel? Nun gut, Prinz Pooh. Jetzt kann ich nur noch direkt mit eurem Geist kommunizieren. Dein Verstand ist alles, was du noch besitzt. Als letztes werde ich dir auch deinen Verstand nehmen. Obwohl du das wahrscheinlich nicht erlauben wirst, richtig? Du kannst dich antworten. Du kannst dich nicht bewegen. Bist du traurig? Bist du einsam? Wenn du deinen Verstand verlierst, verlierst du auch das Gefühl von Trauer. Ist das akzeptabel? Ich nehme euren Verstand, Prinz Pooh. Wisse, dass ich ihn gut bewahren werde. Wir leben! Prinz Pooh, ihr habt euer Training abgeschlossen. Euer Mentor muss überglücklich sein. Beeilt euch, schnell, kehrt zum Palast zurück. Okay, Leute, yay! Ich würde sagen, wir sehen uns im Palast. Also, bis gleich. Wir sind cool, wir sind toll, wir sind Pooh, yay! Ach nee, wir müssen ja auf dem Teppich laufen, yeah. So gehört sich das. Yeah. Mentor, ich hab's geschafft, yay! Ich bin so stolz. Du hast dein Mut-Training beendet. Es gibt nichts mehr, was du aus der Heiligen Schrift lernen könntest. Okay. Prinz Pooh, ich soll euch eine Botschaft aus der Ewigkeit überbringen. Die böse Entität, die alles Böse kontrolliert, bereitet sich auf die größte Schlacht aller Zeiten vor. Die einzigen, die ihn aufhalten können, sind drei Jungen und ein Mädchen. Jemand namens Ness ist der Anführer dieses Quartetts. Einer dieser Jungen seid ihr, Prinz Pooh. Jetzt, wo ihr euer Training beendet habt, müsst ihr Ness sofort finden. Für uns alle. Für die Erde selbst. Ich bete für euren Erfolg. Und Boost Level ist jetzt 16. Yay. Verteidigung steigt um 4. Tempo steigt um 2. Vitalität steigt um 1. IQ steigt um 1. Maximale PP steigt um 15. Maximale PP steigt um 4. Und Pooh erlangt die Macht von Shield Beta. Boost Level ist jetzt 17. Und Pooh erlangt die Macht von Teleport Alpha. Boost Level ist jetzt 18. Und Pooh erlangt die Macht von Teleport Beta. Das hat nicht mal Ness. Ja, und das ist Teleport Beta. Man dreht sich im Kreis und ist weg. So. Pooh, ein neues Partymitglied. Mein Name ist Pooh. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Ich bin ein Diener von Ness. Ich gehorche den Befehlen von Ness. Ness, mein Leben liegt in deinen Händen. Yay, ein neuer Sklave. Los, lass Jeff. Jeff sage ich schon. Ja, genau. Lass Jeff umbringen lassen. Lass Pooh umbringen lassen. Lass alle umbringen lassen. Außer Ness. Pooh schließt sich dir an. Yay, wir sind vollständig. Ness, Paula, Jeff, Pooh und ein Teddybär. So, aber wir sind noch lange nicht fertig mit Dalam. Denn man mag es kaum glauben, aber dort befindet sich das 6. Heiligtummonster. Genau dort, wo uns Hasenstatuen den Weg versperrt haben. So. Aber wir haben keine Zeit mehr. Ich würde sagen, ich schneide hier. Und beim nächsten Mal, kämpfen wir das 6. Heiligtum-Monster. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bye. Earthbound. So.